Peace Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Und zwar habe ich mir wieder mal was bei Amazon bestellt für YouTube und wollte es euch natürlich vorstellen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was ich mir noch zugelegt habe für YouTube. So viel sei schon mal gesagt, es wird hoffentlich einiges nochmal verändern und es wird auch erstmal das letzte sein, was ich investitionsmäßig reinstecke, glaube ich. Ach ja, bevor ich es vergesse, im letzten Video hatte ich mir ein paar T-Shirts ausgesucht, besser gesagt eins von den ganzen T-Shirts, und ich habe mich für das normale von Saint Laurent entschieden, dieses Basic-Shirt, aber es, ja, es sitzt am besten, meiner Meinung nach. Ja, so viel auf jeden Fall mal dazu, dass ich das auch mal auflöse, aber wer mir auf Instagram folgt, der hat es natürlich schon längst mitbekommen. Also, wer immer up-to-date sein will, der folgt mir auf Instagram. Ich werde ihn mal hier unten, hier oben, irgendwo werde ich ihn mal einblenden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum Paket. Darum geht es ja hier eigentlich. Was glaubt ihr, ist in diesem Riesenpaket drin? Schreibt es jetzt in die Kommentare. So, jetzt nochmal schnell ein Messer geholt. Oh, risky. Ja, wie mache ich denn das am besten? Klapper. Ja, probieren wir das mal auf dem Schoß. Ich hoffe, man sieht alles. Aber wird schon, ne? Wird schon. So, fangen wir mal an. Das ist echt riesig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so groß ist. So, packen wir das Messer mal beiseite. Okay, ich verstehe. Riesenkarton für einen kleineren Karton. So, weiter geht's. Ey, man sieht's ja schon. Okay. Ihr könnt euch, glaube ich, jetzt denken, was hier wohl drin ist, ne? Ich glaube, wir sollten am besten mal eine andere Kameraperspektive machen. Ich glaube, so sieht man kaum was. Oder lege ich es einfach hin? Ich weiß. Mann, Alter. Schon wieder so amateurhaft hier alles. Na gut, ich lege es einfach mal hin und probiere es so. So. Also, wie man hat das schon gesehen, es ist ein Ringlicht dafür, dass man, dass die Videos hochwertiger werden und besser ausgerichtet werden. Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir so eine Softbox zulege, aber eine reicht halt nicht, dann müsste man sich mehrere holen und ganz ehrlich, darauf hatte ich keinen Bock. Und bei dem, was noch gut ist, ich habe ja mir ein Stativ schon gekauft, aber das hier ist eindeutig hochwertiger. Deswegen dachte ich, kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich bin ja der Pfiffige. Okay, ich denke mal, in der Tasche wird das eigentliche Produkt sein, nämlich das Licht. Ist hier eigentlich noch so was drin? Nein. Weg damit. Okay. Eins ist einfach locker. Ob das so sein soll? Na gut, ich würde mal sagen, ich baue das jetzt erstmal zusammen. Ja, weil ich werde mal gucken. Hier sind ein bisschen zu viele Einzelteile. Ich werde das schnell zusammenbauen und danach zeige ich euch, wie es aufgebaut aussieht. Bis gleich. Okay Leute, ich habe es auf jeden Fall, denke ich mal, aufgebaut. Wartet mal, ich stelle es mal hier kurz hin. Ist auf jeden Fall riesig. Kann man nicht meckern. Ich musste kurz überlegen, wie ich es zusammenbaue. Weil hier ist nur ein dünnes Stück, was eigentlich hier irgendwie rein soll. Also so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ja, habe ich jetzt anders gemacht. Ich habe hier was, hier unten was rausgeschraubt. Und habe diesen Aufsatz jetzt da reingeschraubt. Keine Ahnung, ob es jetzt so richtig ist, aber ja, so fühlt sich auf jeden Fall stabiler an.
So, warte mal, jetzt mach ich mal an. Also, boah, es geht auf jeden Fall. Boah, es wird auf jeden Fall sehr, sehr hell. Ich glaube, es fängt sogar meine Kamera an zu flackern. Jetzt hat sich's eingestellt. Ja, wir können ja nochmal vergleichen. Aber machen wir mal wieder aus. Also, so. Ist jetzt ein bisschen dreckig hier überall. Aber so ist es ungefähr, also was heißt ungefähr, so ist das Licht, wie ich sonst immer aufgenommen habe. Und jetzt werden wir es mal in den neuen Stativ reinstellen und gucken, was sich da getan hat. Okay, jetzt habe ich mal das Licht eingestellt und angeschaltet. Habe es erstmal auf volle Pulle gemacht. Das ist schon pervers, halt. Also, oh mein Gott. Bin nur geblendet, Alter. Was soll denn der Scheiß? Probieren wir mal, warte. Ja, so ist auf jeden Fall schon angenehmer für die Augen. Ich werde jetzt im Nachhinein mal ein bisschen dran rumtesten. Am besten mit der Frontkamera. Dann kann ich gleich am besten sehen, wie das Bild am besten wird. Und ja, so von der Verarbeitung her ist das Ding echt gut, ja, kann man nichts gegen sagen. Höhenverstellbar pervers hoch, also geht glaube ich bis zu 2 Meter. Also von der Höhe her hat man dann auf jeden Fall nichts zu meckern. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht darüber zu sagen. Außer, ich hoffe natürlich, dass die Qualität jetzt deutlich, deutlich besser geworden ist mit dem Ding. Und dass wir jetzt richtig loslegen können mit YouTube und wie sagt man das? Und jetzt angreifen können. Sagen wir es mal so. Ja, also die anderen Projekte, das waren jetzt so meine Anfangsvideos, würde ich jetzt mal behaupten. Also, habe mich ein bisschen ausgetestet, was auch immer noch so passieren wird. Aber jetzt haben wir schon ein klein wenig Professionalität drin. Und jetzt gehen wir ein Step höher oder weiter. Wie auch immer. Ja? Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, was ich mir jetzt noch nicht so vorstellen kann. Aber wer weiß, ja, wer weiß. Aber jetzt geht's ein bisschen los. Ja? Ich habe das erste Projekt jetzt somit beendet mit dem Video. Ich packe alles in eine Playlist rein, also habe ich eigentlich schon getan. Die ist dann jetzt beendet damit und ab jetzt kommt richtiger Content, nennen wir es mal so. Also seid gespannt und wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video, wer Lust hat und haut rein. Peace.